Der Frau Abgeordneten Bettina Rausch das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Volksanwältin, sehr geehrte Herren Volksanwälte, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe ausharrende Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir diskutieren heute einen Sonderbericht der Volksanwaltschaft, dem wir, das sage ich vorab, als Fraktion der Volkspartei insofern zustimmen werden, als wir ihn zur Kenntnis nehmen werden. Den Inhalt dieses Berichtes sehen wir aber entsprechend kritisch. Soziale Rechte, ein sozialer Ausgleich, eine soziale Politik sind uns in Österreich, denke ich, allen ein Anliegen und sehr wichtig. Und auch die aktuelle Bundesregierung und alle anderen davor bekennen sich, genauso wie das Parlament, zu gewissen sozialen Rechten. Eine Verankerung, und das ist die Kritik, die wir an den Forderungen und Vorschlägen des NGO-Forums hier üben, eine Verankerung von einklagbaren sozialen Grundrechten halten wir dennoch für den falschen Weg. Und ich möchte auch kurz erklären, warum. In unserer Verfassung, das wissen Sie vermutlich alle, sind unsere Grundrechte als politische und Freiheitsrechte niedergeschrieben. Das sind Rechte, die Bürgerinnen und Bürgern gegenüber dem Staat Freiheiten und Rechte einräumen. Sie sind universell und unabhängig quasi von sich ändernden Rahmenbedingungen. Und man nennt sie auch die erste von drei Generationen von Menschenrechten. Es sind jene, die auf die Tradition der Aufklärung zurückgehen und etwa schon in der französischen und amerikanischen Revolution auch begründet wurden. Was wir heute aber hier diskutieren mit den sozialen Grundrechten, das sind Menschenrechte sogenannter zweiter Generation, die sozialen Rechte. Recht auf Wohnen, Recht auf Bildung, Recht auf Arbeit. Und diese Rechte, die werden im sogenannten UNO-Pakt I oder in seiner Langfassung dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte niedergeschrieben. Der wurde in New York 1966 beschlossen und Österreich, das möchte ich hier auch festhalten, ist seit 1978 hier schon Vertragspartei und hat sich dadurch ja auch verpflichtet, diese Rechte zum Teil umzusetzen. Und das tun wir ja schon seitdem mit diversen gesetzlichen Regelungen und durch Institutionen, die selbstverständlich geworden sind in der Republik, haben viele schon lange vorher auch umgesetzt. Woran denke ich da? Ich denke an eine öffentliche und auch kostenlose Bildung. Ich denke an eine aktive Arbeitsmarktpolitik. Übrigens gibt es die dank Josef Klaus und Grete Reha schon seit den 60er Jahren in Österreich. An unser Sozialsystem, an Versicherung, Unfall-, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, aber etwa auch an den gemeinnützigen Wohnbau. Und wenn man an die aktuelle Zeit denkt, an diverse Maßnahmen, um die Menschen angesichts der Teuerung zu entlasten, an die Valorisierung von Sozial- und Familienleistungen oder eben auch die Abschaffung der kalten Progression. Sie sehen, die Liste ist endlos und quasi eine lange Erfolgsgeschichte. Diese Grundrechte zweiter Generation, und dazu komme ich jetzt, warum wir sie nicht verankern wollen, sind aber schlichtweg nicht normgebend genug, um sie einklagbar in die Verfassung zu schreiben. An wen richtet sich zum Beispiel der Anspruch oder das Recht auf Arbeit? Was ist der Prüfungsmaßstab? Was bedeutet eigentlich Recht auf Arbeit? Dass ich jemanden verklagen kann, wenn ich nach 2 Jahren keine Arbeit gefunden habe oder nach 5 Monaten? Wie wollen wir das konkret umsetzen? All das sind Fragen, die eine Gesellschaft stets aushandeln muss. Das passiert in einer Demokratie im Parlament und hier soll es auch entschieden werden. Wir wollen dazu auch die Kompetenz, die Entscheidungskraft auch nicht in eine dann politisierte Judikative übergeben. Eine Aufnahme von einklagbaren sozialen Grundrechten sorgt für ein Spannungsverhältnis und das sage nicht nur ich, das sagt etwa die deutsche Verfassungsrichterin Dr. Susanne Beer, die von 2011 bis diesen Februar Vorschlag von SPD und Grünen aktiv war. Sie sagt zum Beispiel, ein Recht auf Arbeit sei nicht einklagbar und mache eine Verfassung zum leeren Versprechen. Würden soziale Grundrechte als einklagbares Recht ausgestaltet werden, würde dies die Gerichte überfordern, den Gesetzgeber strangulieren und die politische Debatte lähmen. Das ist der Grund, warum wir das kritisch sehen. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht zu sozialen Rechten und sozialer Politik bekennen. Ich habe Beispiele schon genannt und möchte auch sagen, dass wir weiterhin auch eine allfällige Erweiterung des Grundrechtsschutzes prüfen wollen und einen Katalog von Staatszielbestimmungen erarbeiten wollen, aber nicht so weitgehend, wie es eben das NGO-Forum vorschlägt. Im Sinne also eines freien und demokratischen Staates sollten wir
die sozialen Rechte von Menschen insofern schützen, als wir ihre Entfaltungsmöglichkeiten sicherstellen wollen. Für mich geht es immer auch um eine freie Lebensgestaltung, aber wir sollten auch die Freiheit und Gestaltungsmöglichkeiten des Parlaments und des parlamentarischen Prozesses wahren und nicht einschränken. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir darüber weiter diskutieren, kritisch aber und mit all diesen Überlegungen. Und danke in diesem Sinne dem Volksanwalt Achitz, dem NGO-Forum, allen Mitwirkenden, für diese Vorschläge, die auch Grundlage der Diskussion sind, und den Organisationen, die beim NGO-Forum waren, umso mehr für ihre Arbeit, die aus meiner Sicht unverzichtbar auch das staatliche Handeln im Sozialbereich ergänzt. Wir werden den Bericht, wie gesagt, zur Kenntnis nehmen. Den Inhalt sehen wir aber durchaus kritisch. Vielen Dank. Nächste Rednerin, Frau Abgeordnete Sabine Schatz.